I have to go, my people need me. Oh nein, die FPS. Ja, wie das aussieht, der nackte fliegende Mann. Alter, häng mir deinen Sack nicht ins Gesicht. Guck, wie er sich freut, ich bin tot. Ja. Aber habt ihr gesehen, wie freundlich ich bin? Das ist bei mir das Problem. Ich verreck so oft in den Spielen, weil ich eigentlich, ich mach nie. Ich habe jetzt vorhin die Leute angeschossen aus 100 Kilometer Entfernung, ich weiß. Aber auch nicht, wisst ihr, wie ich meine? Wenn jemand vor mir steht, wenn jemand auf mich zukommt und sowas, ich würde nie einfach auf den umschlagen oder totschießen oder irgendwas. Ich warte mal ewig, bis sie dann zeigen, bis sie ihr wahres Ich zeigen. Bei DayZ war das früher schon ganz schlimm, da bin ich so oft verreckt, weil ich den Leuten schreibe, die schreiben dann und ich sag Hallo. Und die schreiben friendly und ich schreibe und während ich schreibe, bringen sie mich um. Guck mal, ich bin sogar so, dass ich seinen ganzen Kram da drin lasse. Aber ich möchte ihn schon nochmal fliegen sehen. Komm schon. Oh. Ah, es tut schon weh, ne? Es tut schon weh. Schon unangenehm, so ein Pfeil im Kopf. Guck mal, es muss wehtun. Wie er mich beobachtet hat einfach. Du Schlingel. Du kleiner Schlingel. Ja, das ist mir echt einer. Ein richtiger Schlawiner. Steht in einem Baum und greift mich dann einfach an. Ich hab gesprungen, wenn man in solchen Spielen sich anschaut und springt, dann heißt es immer, hey, ich bin freundlich. Pferdchen? Oh, fucking horse. Nein! Flieg mir bitte nicht davon! Please, horse! Stay still! You can do it, horse! You can do it! Just stand still! Na, das war kein Kampfmodus. Den muss man mit einem Geräusch an- und ausschalten. Wenn die so große Häuser bauen, nehme ich stark an, dass sie Waffen haben. Jeder, der in der Nähe von der Stadt baut, hat Waffen. Ich merk's, ich weiß genau, ich werde jetzt gefistet. Oh, der ist noch ganz frisch dabei. Guck mal, der baut da einfach sein Haus. Wie sieht's an? Der baut einfach sein Haus. Ist der verrückt? Eigentlich könnte ich jetzt reingehen, sobald er mich schlägt, könnte ich ihn ja totschießen. Aber ich bin ja dann in sein Haus reingegangen. Das heißt, er hat jeden Grund, mich zu schlagen. Gut, eigentlich nicht. Er könnte ja einfach sagen, hallo, was machst du hier? Kannst du bitte rausgehen? Aber er denkt sich dann auch, ich werde Idiot. Da hinten läuft noch einer rum, habe ich gesehen, keine Sorge. Ich weiß nicht, einfach mal an, dass es der Besitzer ist des Hauses. Und da ich keine Schritte und keine Baugeräusche höre, na, da kommt es gleich wieder zurück, gehe ich doch mal in sein Haus. Komm schon. Hey, du hinne. Der macht irgendwas kaputt. Das kann ja wohl nicht angehen, ja, dass er die Sachen von anderen kaputt macht. Da werde ich ja fuchsteufelswild bei sowas, ja. Da schwillt mir direkt, das ist sofort Wasser auf mein Windrad. Aber sowas ist natürlich das kalte Kotzen. Das sind die Angelegenheiten, die einfach das Menschliche, ja. Die machen das Menschliche einfach zunichte. Deswegen muss ich da jetzt auch reingehen und ihn wahrscheinlich töten. Hallo? What are you doing? Brr. Der ist doch da eingebrochen. Und ich bin die Polizei, wisst? Ich muss gerade mal nur für Recht und Ordnung sorgen da drin, da. Du verstehst? So, hat er das Licht ausgemacht? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber er ist immer noch drin. Fuck, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Oh Gott, hat eine Waffe, hast du gesehen? Ist aber schwach, wenn er das jetzt so auflässt, ne? Da sehe ich ja immer, wo er ist. Ja, okay, ich bin ja nicht der Arsch vom Dienst, ne? Vor allem bin ich die ganze Zeit hinten angreifbar, wie unangenehm. Da steht er, ich kann einfach den Kopf schießen, weißt du? Ah. Ne, aber wenn er da baut. Will ich nicht der Depp sein, der ihn einfach erschießt. Das ist kacke, wenn man so freundlich ist, ne? Ich hätte den einen schon dreimal killen können, als er da stand die ganze Zeit. Ich muss irgendwie was machen. Ich verschwinde jetzt von diesen Dödeln. Schnell zum nächsten Busch, komm schon, zack, 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 bevor sie mich sehen. Ist halt nur blöd, dass der Server gewiped wird. Eigentlich könnten wir uns echt einfach irgendwo alle treffen und umbringen. Wird schon wieder Tag. Hab ich so lange jetzt bei dem da oben gesessen. Wie so ein Pädophiler im Kindergarten. Ah. Aber das konnte ich jetzt ja auch nur in der Nacht machen. Die hätten mich am Tag ja sofort gesehen. Gehen wir gerade mal ganz kurz darüber zu dem Haus. Das sieht sehr geil aus mit dem Dach und so. Stehen, Pferdchen. Oh, das ist aber ganz schwach abgesichert. Da war schon jemand drin, ne? So wie hier alles offen ist. Ich habe bei meinem Haus direkt, also so, oh, bei meinem Haus darauf geachtet, dass ich von oben auf keinen Fall ein zu leichtes Ziel darstelle. Also oben ist genauso zu wie unten auch. Die Farben ja nur. Oh, bin ich nochmal gefangen. Ich arbeite einfach mit ihm. Alter, Alter, Alter. Eskalier mal nicht, gell? Hallo? Hallo? Hey, hallo? Ich tue hier nichts. Hey, mate, can you help me something? Achso, hi. Hallo, hallo. Ich dachte, du bist ein Kumpel von mir, deshalb wir laufen gerade zu dritt rum. Achso, ne, alles cool, alles cool. Ich wollte hier ein bisschen farmen. Achso, nee, kein Problem. Wo ist denn dein Haus, damit wir nicht Komplikationen haben, deshalb? Das Ganze da hinten, hinter der Stadt, in die Richtung. In den Bergen. Achso, okay, okay. Weil unser ist die gleich hier vorne, deshalb. Ah, okay, alles klar, perfekt. Ja, ja. Okay, dann viel Spaß beim Fahren. Ja, danke schön, wünsche ich dir auch. Danke, danke. Ja, danke. Oh mein Gott, sind die Leute nett. Ich kann nie wieder auf jemanden schießen. Ich schmeiße sofort die AK weg und schmelze ein und mache daraus Kuchen. Oh mein Gott, und ich habe auf die geschossen. Ah, ich bin so ein Ferkel. Aber trotzdem erst die Waffe zücken? Naja, ich weiß nicht. Pam! Ja, okay, also dann, ich muss einfach mit dieser Freundlichkeit, mit dieser netten Geste, muss ich jetzt hier diese Folge beenden. Das war ja wirklich ein wunderbar netter Herr. Auch diese sanfte Stimme hat mir sehr gut gefallen. Komm, wir jagen jetzt noch den nur zum Schluss.
Ich will noch, dass er fliegt. Komm, flieg! Flieg wie ein Hirsch! Ja, ja, bäume dich auf zu einem letzten Flug durch die Akazien. Ja, ja, I have to go, my people need me. This is the dance of my people. Let's have a dance. Okay, ich mach mit. Ja, ich singe ihm. Hier, da bekommst du noch einen Arrow. Ja. Oh, wie er sich freut. Oh Gott, guck mal. Ich habe noch nie einen so glücklichen Hirsch gesehen. Möchte ich gehen in den Tierpark, schießen kleine Reh ins Bein, was macht's? Aber der Hirsch, der hat noch richtig Lebensfreude in sich. Guck mal, wie er sich, oh Gott, wie er sich freut. Komm, da kann ich gerade noch einer da. Das ist schön. Das ist schön, wenn man wirklich so eine Freude noch miterleben kann, ja, live. Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Warum ist hier oben ein Haus? Ich bin gerade etwas erschüttert, dass ich da, das riesige Haus, das da oben rechts steht, das praktisch mein Haus locker einsehen kann, dass ich das nicht... Guck mal da oben, wie so ein Warnmal... Dass ich das nicht gesehen habe. Aber gut, meins ist halt auch echt geil. Guck mal, es kommt erst der eine Berg, dann der hier. Und dann ist hier oben noch dieser Berg. Und hinter dem Berg ist erst mein Haus und es ist nicht hoch. Komm, ich nehme jetzt noch den ganzen Stein, den ich habe. Und versuche das Haus jetzt noch zu verstärken. Falls irgendwie die Structures bleiben. Dafür brauche ich den Hammer. Dann könnt ihr noch direkt sehen, wie das funktioniert. Für die, die es interessiert. Und zwar folgendermaßen. Man nimmt einfach den Hammer. Ne, Rechtsklick, Upgrade to Stone. Boom, und dann ist es auch schon Stone. Was völlig idiot. Ah, ne, das ist auch eine Außenwand. Ja, doch, alles cool. So, und jetzt habe ich auch keinen Stone mehr. Jetzt mache ich das hier noch zu Metal. Gut, das ist jetzt mein gemischtes Häuse. Ich gehe mal kurz raus und gucke mir das noch von außen an. Dann beenden wir die Folge hier. Ich habe jetzt über eine Stunde aufgenommen. Das muss ich erstmal zurechtfriemeln. Das werden wahrscheinlich zwei Folgen. So, und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie es nach dem Wald wird. Ciao, ciao.